passt. Ach, ich liebe dieses Lied, Mann. Und wir sind da bei den Lokomotiven. So, die kriegen das da vorne reingespritzt, das Scheißzeug. Müssten wir eigentlich mal das auch nach vorne setzen, einen zumindest. Dass es überall zusammenpasst. Kann man ruhig machen. Und dann auf geht's. Die Loco-Lokomotiva. Wir sind gleich draußen, ist das nicht wunderbar? Wir sind gleich draußen, das freut mich wunderschöne Sache, Mann. Sehr geil. Sehr geil. Sehr, sehr cool. Richtig nice. Lass die Freude groß. Das sieht aus, als wäre der Zug höher, aber der Greifarm ist niedriger. Ah, das gefällt mir nicht. Zumindest gleich hoch. Dann, das ist wenigstens ein Kompromiss. Weil, ne? Oh, das sieht jetzt aber auch geil. My Home is You. Wobei, ich habe nur die Instrumental-Version davon, weil ich finde Instrumentals für sowas als Hintergrundmusik meistens eigentlich immer geiler, als wenn die dann noch irgendwie im Hintergrund, ach, im Vordergrund mitsingen. Bei manchen Liedern ist das sogar echt schlimm. Aber bei dem hier war es auch nicht so schlimm eigentlich. Aber Instrumentals klingen halt trotzdem cooler. Weil fürs Quatschen bin ich ja da, ne? Hallo und so. 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 Die äußerste Reihe. Sehr nice. Ach, ist das ein schön großer Stein, der mir gerade vom Herzen fällt, dass ich das jetzt endlich fertig habe, diese Scheiße, Mann. Also ich muss echt zugeben, viele von diesen, ich nenne sie jetzt mal Sisyphus-Arbeiten so, sind einfach nicht geil in dem Spiel. Die sind einfach nicht geil. Weil das hier, bin ich ganz ehrlich, ist einer der wirklich langweiligen Jobs. Auch das ganze Alien-Bekämpfen wird irgendwann langweilig, auch das ganze Mauer-Platzieren. Das war halt einfach, ugh. Ich will lieber wieder in der Fabrik planen, aber dafür muss ich halt erstmal das ganze alles fertig machen und, du kannst halt nicht diese ganzen langweiligen Schritte aufschieben und sparen die ganze Zeit. Warte mal ganz kurz. Ah, die waren die ganze Zeit um 1 versetzt. Ich dachte gerade ganz kurz, ich habe mich irgendwie immer vertan. Oh Gott, Junge. Nein, da habe ich mich vertan. Nee, aber wenn du alle langweiligen Jobs aufschiebst, weißt du, dann hast du ja dasselbe Problem. Nur, dass du halt dann später alle langweiligen Jobs auf einmal nachholen musst, dann bist du am Arsch. Weil da hätte ich mich gar keinen Bock zu. Dann lieber hier und da immer wieder einen langweiligen Job mit reinmischen. Dann ist zwar immer noch Kacke, aber das ist okay. Stark. Nochmal stark. Nochmal. Boah, jetzt lasse ich auch gerade wieder ein bisschen mit der Konzentration nach hier. Ist auch gar nicht so einfach, durchgehend hier wirklich ein paar tausend Mal genau diesen Abstand richtig einzuhalten, ist echt nervig. Ah, war sogar richtiger Abstand, nice. So, ich bin übrigens ehrlich, dieses Doppelfließband hier gefällt mir nicht. Das sieht erstens scheiße aus und zweitens ist es unpraktisch. Lol, das war sogar hier in der richtigen Position. Sehr edel. Oder habe ich den... Nee, den hätte ich vorher schon platziert. Huch, ich kann... das nicht wieder einfügen. Naja. Oder ich habe die Tastenkombination gerade vergessen, aber eigentlich müsste das doch...
Ach, ist egal. So, wir machen das jetzt aber anders hier, weil das finde ich ehrlich gesagt ziemlich hässlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Das geht so nicht. Alter, guck dich das ganze Geblinke an. Da bist du ja irre bei. Ich weiß nicht, warum ich das vorher nicht gemacht habe, wenn ich ganz ehrlich bin, weil das ist ziemlich doof, aber... Ja. So passt das. Weil sonst so ein doppeltes Fließband, das sieht halt einfach scheiße aus, allein auf der Karte. Und der Teiler macht wenigstens Sinn. So, viel Spaß, Roboter. Sehr gut. Und jetzt kommt der beschissenste Part. Wobei die Greifen waren, glaube ich, schon echt hart. Die sieht man übrigens auch kaum hier. Sehr nice übrigens. Oh Mann, Junge. Auf diesem Bild so würdest du kaum erkennen, wo ein Greifarm fehlt. Das ist so brutal, dieses Scheißding. So riesig einfach. Das Lied heißt übrigens The Imaginary Circus von Luella Gwen. Okay, wie machen wir das? Ich darf die Stromverbindung hier übrigens auch nicht kappen. Aus offensichtlichen Gründen. Ich sehe gerade was, das muss ich ganz kurz ändern. Das geht so nicht. Ich nehme ganz kurz den Spider-Tron, der schneller. So. Besser, weil das Endstation, weißt du? Sehr gut. Boah, das ist so beeindruckend einfach, Mann. Ohne Witz. Mit dem Zug ist halt brutal, ne? Wenn der hier reinfährt und sich da einmal so komplett rein... Ihr Wichser. Ah. Ja, nicht crashen. Du sollst dich damit... Nein, nicht rammen. Was war noch die Taste zum Verbinden? Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn das trennen war, was ist dann verbinden? Ist das jetzt wieder verbunden? Oh, wenn das jetzt nicht mehr mit den Greifarmen stimmt, ne? Ich schwör's dir, ich hasse dich, Mann. Oh nein, 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 nein. Oh no, 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 no. Oh, bitte tu mir das jetzt nicht an, Mann. Bitte tu mir das jetzt nicht an. Please, sei nicht so ein Arsch. Oh Gott, bitte. Okay, die sehen aber trotzdem noch gut aus, wenn ich ehrlich bin. Auch von der Position her. Ich meine, es waren eh nur so 2-3 Meter, vielleicht. Millimeter sogar nur, wenn ich mir das so hier richtig angucke. Aber so eine Kacke, Mann. Als ob die da nicht verbunden waren. Oh, was für eine Katastrophe. Ganz kurz gucken, hier ist überall noch alles richtig, ne? Weil die waren ja eh davon nicht beeinträchtigt. Oh, Gott sei Dank, Junge. Oh, ich habe jetzt schon ganz kurz Schiss bekommen, ich musste was umbauen. Weil durchs Trennen verschieben sich manchmal die Züge, nicht, dass jetzt irgendwie der große Teil vom Zug nach vorne geschoben wurde oder irgendein Scheiß oder so ein Kack. Und dadurch der Kack nicht mehr funktioniert so, weißt du? Das wäre so dumm gewesen. Oh, Gott sei Dank, Junge. Oh, schockschwere Not. So, jetzt müssen wir Strom da reinkriegen. Wie machen wir das? Option 1. Wir setzen einen mittleren Mast an jede einzelne erdenkliche Position. Das heißt also neben jeden Greifarm. Option 2.
Weil das wäre halt nur so die erste Option, aber die würden sich dann alle über Kreuz verbinden ohne Ende. Das sieht richtig scheiße aus. Also, ich mach's mal ganz kurz eben hier so für ein paar. Damit ihr kurz ein Gefühl dafür bekommt. Dass sie dann richtig, richtig, richtig beknackt aus, Mann. Das heißt, das ist schon mal keine Option. Das heißt, wir müssen. Und das ist das Traurige. Dass wir den großen Substations, also den Umspannwerken machen. Aber wie mache ich das am besten, ohne dass das beschissen aussieht? Da müssten wir eigentlich in der Ecke anfangen. Und dann einzeln durchziehen. Aber das Problem ist, mit Ecken funktioniert das Ganze nicht so sauber. Ha. Ich müsste eigentlich hier anfangen. Einfach in irgendeiner Ecke anfangen. Und einfach die Dinger bauen und einen Tunnel setzen. Das ist, glaube ich, das Einfachste und Sicherste, was ich machen kann. Das wird jetzt zwar nicht zu 100% ordentlich aussehen, aber es ist das Beste, was mir bleibt, tatsächlich, als Option. Und dann mal schauen, wie wir es anpassen können. Ist das ein Kack, Junge? Na, das sieht alles scheiße aus. Oder habt ihr eine andere Idee? Weil mir wird keiner einfallen. Bin ich ehrlich. Nur sollen wir erstens die Verbindung hier auf der Karte noch einigermaßen ordentlich. Und hier drin haben wir wenigstens die optimale Größe an Stromplätzen so auch ausgenutzt, dann weißt du. Ich fände es ja cool, wenn es da so Greifen geben würde, die keinen Strom benötigen. Und ich meine natürlich jetzt nicht diesen Kackersatz und brennende Greifarme zu nutzen. Aber das haben wir leider nicht. Ja, und hier ist schon beschissen, weil es mich ein Greifarm will. Na, danke. Ja, dann müssen wir hier schon Kompromiss eingehen. Siehst du, und da fängt es schon an. Naja, das geht schon. Irgendwie werden wir es schon irgendwie hinkriegen alles. Und da geht schon wieder weiter. Wieder ein Kompromiss eingehen. Wahnsinn. Das Gute ist, es müsste eigentlich relativ schnell gehen alles. Weil die Greifarme immer 5 Linien abdecken. Und wir nicht so 10 Mal hin und her laufen müssen. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ja, mit den Ecken müssen wir nochmal speziell gucken dann. Das ist mir jetzt gerade egal eigentlich. Oder ist es mir egal? Nee, eigentlich nicht. Aber hier kann ich keine Tunnel bauen. Mann. Was willst du machen? Da musst du halt dann. Also ich kann es versuchen, wie ich will, aber. Hier werde ich auf Ordentlichkeit nicht bauen können. Ah, scheiße, ich muss das da einsetzen. Geht nicht. Wegen der Kurve hier. Doch, geht, ich muss das eins früher machen. Nur sonst kriegt der nette Herr da keinen Strom. Ach, ja, da habe ich ein bisschen Schiss vor gehabt, vor der Stromvergabe, weil da ist egal, wie wir es machen, das wird auf jeden Fall nicht zu 100% ordentlich aussehen können. Das geht bei diesem Cluster nicht. Also, sagt mir wie. Ich wüsste nicht wie. Es wäre natürlich noch sau cool, wenn man es irgendwie machen könnte, dass man sagen könnte, ey, man könnte die Schienen hier irgendwie mit Strom versorgen, die es in den Greifarm weitergeben oder sowas. Oder irgendwie so ein Quatsch oder irgendwie sowas in der Richtung, aber, sehr kompliziert. Naja, geht schon. Erstmal bauen wir mal, schauen, wie es aussieht. Im Notfall können wir es immer noch ändern und anpassen. Vielleicht müssen wir auch gar nicht so viel ändern und anpassen. Vielleicht ist das ja sogar schon richtig passend alles, wer weiß. Erstmal schauen wir, bevor wir uns beschweren, ne? Habe ich eigentlich genug Tunnel mitgenommen? Weil ich habe mich, glaube ich, die Tunnel vergessen, ne? Ach, was soll's. Soweit ist es nicht. So, es ist auf jeden Fall schon mal so ein gewisses Muster drin, dass wir immer einen da so in die Mitte setzen können, den nächsten dann immer einen vom Greifarm. Also so ein gewisses Muster haben wir schon dabei.
Ist natürlich jetzt nicht das geilste Muster, aber es funktioniert. So, jetzt haben wir wieder die Scheißposition. Das heißt, wir müssen uns da einsetzen, wo es geht. Das wäre einmal hier. Der hat zum Glück auf den Außen da mitgenommen. Das ist gut. Und dann müssen wir irgendwie hier hingehen. Das ist schon fein so tatsächlich. Das wird so kompliziert, ich schwör's euch. Eigentlich müsste ich das auch kurz ins Hauptnetz anschließen, dass wir direkt sehen können, ob einer nicht verbunden ist. Das wäre, glaube ich, besser. Wenn ich gleich aber da hinten wieder bin, dann machen wir es auch eben ganz kurz. Weil es wäre natürlich jetzt richtig scheiße, wenn wir irgendwie einen Greifarm haben, der dadurch nicht bepowert wird. Und deswegen die Scheiße nicht funktioniert hier. Das, warte mal ganz kurz. Das schüttet gerade bei mir draußen. Krass. Hallo. Achso, ich war noch rausgetappt. Wo war ich denn jetzt hier? Da. Und schon geht dieser Rhythmus wieder weiter hier. Mein Gott. Und ein Motorrad fährt ab, oder so ein Roller fährt ab durch den Regen. Na, viel Spaß dabei, Kumpel. Ich hätte ja keinen Bock drauf. Wobei, es ist 6 Uhr morgens. Wahrscheinlich musst du arbeiten. Dann mein Beileid. Muss ich auch schon für die Berufsschule machen, durch den Regen fahren. Das überlebst du. Einmal bin ich sogar mit so einem... Ich habe extra einen Regenanzug im Roller reingepackt. In den Helmkoffer da. Und ganz ehrlich, das war so absolut ekelhaft, wenn es dann regnet. Aber naja. Ich würde ihn ja gerne da hinsetzen. Aber eine Verbindung zu dem Punkt, da wäre auch nicht schlecht, bin ich ja ehrlich. Müsste ich eigentlich da hinsetzen, auch wenn es traurig ist. Aber dann hat er da eine Verbindung, das wäre schon echt wichtig eigentlich. Okay, der kommt da hin. Geht das auch mit dem Greifarm da? Nein, geht nicht. Das war natürlich smart von mir. Darauf zu bauen. So, jetzt ist wieder ordentlich. Nee, ist ja falsch rum. Hoppala. So. Jetzt sehen wir leider nicht, welche bepowert sind, welche nicht auf der Karte. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber wir können mal ganz kurz so machen. Aber wenn wir es trotzdem nicht sehen. Aber wir werden es einfach so sehen dann. Wird schon passen. Und wenn nicht, dann machen wir es passend. So, weiter Strommasten platzieren. So. Genau. Und da haben wir den Rhythmus. Ja, sieht aber schon cool aus, wenn die sich dann alle so richtig so in die richtige Position drehen. Das hat schon Stil irgendwie. Und putz. So, jetzt ist das Traurige. Weil, das habe ich nicht ganz bedacht, die müssen natürlich sogar noch einen nach außen, weil da noch ganz viele Züge sind. Fuck. Das heißt, sie sind alle zu weit innen. Ist das nicht wunderbar? Ja, warte, fast. Sehr gut. Der ist richtig, aber wir müssen das hier reinbauen. Leider. Das geht sogar. Cool. Da müssen jetzt eigentlich alle Strom haben, weil der da oben kriegt ja eh durch den Strom, da der direkt im ersten Waggon. Das passt schon.